Moin moin ihr Random People, Aloha, Ahoi, Grüzi, Servus, Sali, herzlich willkommen zur neuesten Folge meines kleinen Guten Morgen Internetformates. Good Random Morning! Ja, es ist mittlerweile schon Folge 5 und ja, irgendwie habe ich es ein bisschen verpennt. Ich habe irgendwie verpennt, dass Weihnachten ist, aber ich war letztens auch auf einem Weihnachtsmarkt und dachte mir so, what the fuck, es fühlt sich überhaupt nicht wie Weihnachten an. Ja, klar, jetzt schneit's langsam, aber irgendwie ist es schon Weihnachten. Naja, heute ist der 4. Dezember und das bedeutet zumindest zweiter Advent. Und das bedeutet, ja, ich habe hier immer noch nichts Weihnachtliches. Vielleicht schaffe ich es bis zur letzten Folge, also zur 8. Episode von der ersten Staffel. Wir müssen mal abwarten. Aber um euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen, lasst uns ganz kurz weihnachtliche Klänge empfangen. Reicht jetzt auch, denn wir müssen loslegen. Hier ist sie, die 5. Folge von Good Random Morning. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Tag. Schnapp dir eine Tasse Kaffee, schraub dir ein Lächeln ins Gesicht und dann kann's losgehen mit diesem geilen Tag. Und jetzt viel Spaß mit Good Random Morning. Ja! Go to the fucking gym. Go to the fucking gym. Go to the fucking gym. Yeah, I see you. I see you. Ja, meine lieben Randoms, sag mal, gehört ihr auch zu denen, die gerade ihren Jahresrückblick mit allen teilen? Ihren Spotify-Jahresrückblick? Na, was ist bei euch auf Platz Nummer 1? Schreibt's mal gerne unten rein. Also egal, ob jetzt Podcast oder musikalisch, gerne mal da unten rein. Denn ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin neidisch. Ich hab kein Spotify. Ich nutze Apple Music und irgendwie habe ich da noch keinen Jahresrückblick zugeschickt bekommen. Und irgendwie teilt das dann auch keiner bei. Alle sind nur bei Spotify und machen kostenfrei Werbung für Spotify. Ja, dann mache ich jetzt mal Werbung für Amazon Music. Ja, die gibt es nämlich gerade 3 Monate gratis. So sieht es nämlich aus, ja. Also wenn ihr Amazon Music Unlimited nutzen wollt, wo alles drin ist, was auch Spotify so hat, dann unten in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. 3 Monate gratis, danach zahlt man. Aber könnt ihr auch wieder kündigen. Aber vielleicht wollt ihr einfach mal 3 Monate was anderes nutzen, um auch Geld zu sparen. Ja, es sind bei Spotify mal eben 30 Euro, ja, muss man ja auch mal sagen. Nein, ich werde nicht dafür bezahlt, außer ihr abonniert über meinen Link diesen 3-monatigen Gratis-Zeitraum, dann kriege ich ein bisschen Kohle. Aber hier geht's ja nicht ums Geld, hier geht's nur darum, kostenfrei Werbung zu machen. Denn, sind wir mal ehrlich, Spotify kriegt jetzt krass viel Werbung, obwohl sie eigentlich ein ziemlich beschissenes Bezahlsystem haben, weil Musiker letztendlich nicht unbedingt nach ihren Klickzahlen, sondern nach Aufteilung bezahlt werden. Klar, das machen alle anderen auch, aber Spotify zahlt am wenigsten. Oh, what a beautiful day. What's going on? How was your workout today? Go to the fucking gym! Sehe ich so aus, als würde ich ins Gym gehen? Okay, kommen wir zu etwas anderem. Kommen wir zu etwas, was mich in den vergangenen Tagen enorm begeistert hat. Enorm erschrocken hat, aber auch begeistert hat. Und ja, es dreht sich mal wieder um Elon Musk. Aber nein, diesmal nicht um Twitter. Denn um von Twitter vielleicht mal ein bisschen abzulenken, hat Musk direkt mal mit 2 Themen für Aufmerksamkeit in den vergangenen Tagen gesorgt. Und das erste, das ist so richtig Cyberpunk 2077-Style. Denn am Mittwoch präsentierte die Firma Neuralink, die Elon Musk gehört, ihren Chip, den sie ins Gehirn einpflanzen, damit man dann über den Chip einen Computer kontrollieren kann. Ja, und dieser Chip wurde mittlerweile erfolgreich an Affen getestet und in 6 Monaten möchte man das auch am lebenden Menschen testen. Klingt jetzt erstmal vollkommen weird und erschreckend, aber das, was man damit erreichen könnte, ist schon ziemlich krass. Musk verspricht, dass man erst am Menschen testen wird, wenn man wirklich so weit ist. Man möchte hier niemanden gefährden. Und man versucht auch, es so hinzubekommen, dass das menschliche Gehirn durch den Chip nicht komplett überfordert wird. Aber dieser Chip ist die Zukunft. Und jeder, der Cyberpunk gespielt hat, der weiß, was das bedeuten könnte. Auf jeden Fall soll dieser Chip künftig eben auch Computer steuern können. Aber dieser Chip soll auch für andere Dinge genutzt werden können. Unter anderem zum Beispiel für Blinde. Dann wird der Chip ins Auge oder sowas verpflanzt und schon kann man dann wohl wieder sehen. Jedenfalls ist das die Vision des Unternehmens, was so der Chip unter anderem kann. Aber auch andere körperliche Einschränkungen sollen durch den Chip verändert werden. Und so könnte man dann vielleicht sogar später durch den Chip im Kopf, ja, Fremdsprachen sprechen, ohne dass man, ja, Fremdsprachen gelernt hat selbst, ne?
Und gleichzeitig könnte man damit auch die Handys auf Dauer ersetzen, wenn der Chip in deinem Kopf ist, wirst du halt darüber angerufen. Völlig crazy, oder? Feel it for real, though. You said feel it? Yeah, feel it for real. Go. Run free, little man. Oh, my God. Oh, he's still... No! Is he okay? Oh, my God. He's running away. Oh. Oh, no! Oh, no! No! Und das zweite Ding, mit dem Elon Musk in den vergangenen Tagen für Aufmerksamkeit sorgte, ist der Tesla Semi. Ja, das Ding hier sieht aus wie ein Elefant, soll aber laut Elon Musk so sein wie ein Gepard. Also dieser Tesla Truck, der Tesla LKW, der wurde ja bereits vor 5 Jahren angekündigt, doch wegen verschiedener Probleme musste der Start immer wieder nach hinten geschoben werden, doch nun ist der erste Tesla Truck vom Band gelaufen und Elon Musk hat sich gedacht, ja, dann übergebe ich den doch feierlich, und zwar an den Kunden Pepsi. Die haben nämlich so ein paar von den Semis geordert und haben nun eben welche bekommen. Wie viel genau, kann ich euch nicht genau sagen. Aber bei der Präsentation hat Elon Musk natürlich, wie er so ist, wieder auf den Putz gehauen. Und wenn das, was er da sagt, stimmt, dann muss man mal wieder sagen, dieser Typ hat's einfach drauf. Egal, was man von ihm halten mag. Der Tesla Truck kann mit Anhänger 800 Kilometer weit fahren mit nur einer Ladung. Klar. Der LKW hat auch genügend Platz, um die ganzen Batterien irgendwie verstauen. Aber 800 Kilometer ist eine Ansage. Die komplette Konkurrenz in diesem Bereich kommt nicht auf 800 Kilometer. Selbst ein gerade getesteter Volvo-LKW schafft es gerade mal auf über 600 Kilometer. Das ist schon krass. Aber auch hier muss man mal wieder sagen, Elon Musk macht das alles auch aus Gründen. Denn die LKW-Sparte ist eine sehr geringe Sparte, womit man wirklich großartig Geld machen kann. Der Hauptteil aller fahrbaren Untersätze in den USA sind PKWs. LKWs sind ein geringer Teil. Und obwohl sie so gering in den USA sind, sind sie aber für 20% der rausgestoßenen Emissionen verantwortlich. Und das ist wohl für Elon Musk Grund genug, um das mal ein bisschen zu revolutionieren. Go to the fucking gym! Nein. Aber wo wir gerade noch beim LKW vom Tesla waren, wir bleiben noch in diesem Bereich. Nur kommen wir jetzt zu PKWs. Ich bin ja schon seit längerem auf der Suche nach einem neuen fahrbaren Untersatz für mich. Und ja, ich möchte mir ein Elektroauto holen. Und nein, es wird kein Ioniq und es wird wahrscheinlich auch kein Tesla. Finde ich einfach beide nicht schön. Mir geht's auch um die Optik. Ich bin äußerlicher Typ, ja. Aber währenddessen ich halt gerade nach neuen Autos schaue, unter anderem mir den Jeep hier gerade angeschaut habe, bin ich auch auf neue Infos gelangt und die haben mich doch sehr erschrocken. Und deshalb kommen wir nun hier zur, sagen wir, miesesten News der vergangenen Tage. Daimler bietet jetzt in den USA bei seinen neuen Elektros an, ein Abo abzuschließen. Jetzt nicht für das Auto, man liest das oder kauft das oder finanziert das, wie auch immer. Nee, ich rede hier noch von einem zusätzlichen Abo, um bereits eingebaute Hardware richtig nutzen zu können. Bedeutet bei Daimler, dass man, wenn man das Abo abschließt, was so um die 1000 irgendwas Euro im Jahr kostet, umgerechnet, dass man dann schneller von 0 auf 100 beschleunigen kann. So 0,8 bis 1 Sekunde schneller. Dafür soll man knapp 1000, 1200 Euro zahlen im Jahr. Sind die bescheuert? Und als ich mich da so durchgelesen habe, habe ich erfahren, dass BMW auch so ein Abo-Modell hat. Aber noch ein bisschen anders als gedacht. Also ich meine, man kann ja wohl auf so eine Sekunde Beschleunigung verzichten, aber wie sieht's im Winter denn mit einer Sitz- oder Lenkradheizung aus? Ja, dafür nimmt BMW künftig im Abo Geld. Entweder du zahlst einmalig 385 Euro oder sowas, dann kannst du das immer nutzen, oder aber du zahlst im fucking Monat. Für 17 Euro im Monat sollst du deine Sitzheizung anmachen können. Ja, die Sitzheizung, die auf jeden Fall eingebaut ist in deinem Auto, aber eben nur gegen Abogebühr freigeschaltet wird. What the fuck? Ich kaufe mir ein Auto und dann ist das nicht automatisch drin? Also sorry Leute, ich weiß, auch die Autoindustrie versucht, neue Wege zu finden, wie sie Geld verdienen können, aber das ist schon echt frech. Ich meine, ganz ehrlich, dann lass das scheiß Feature einfach draußen. Klar, ich kann die 385 mehr zahlen, würde ich dann auch einfach tun, aber
das hält mich eher davon ab, BMW überhaupt zu kaufen. Also ich finde die Autos eh nicht mehr schön, seitdem die irgendwie nicht mehr weiterkommen. Aber hey, das ist ein anderes Thema. Würdet ihr monatlich bezahlen, damit ihr eure Sitzheizung anmachen könnt? 17 Euro im Monat? Ist das nicht völlig bescheuert? Ich meine, ganz ehrlich, in einer Welt, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer krasser wird, dann auch noch solche Abo-Modelle einzufügen, damit du nicht frierst? Fuck off! Jetzt mal ganz ehrlich, Aufreger der Woche. Definitiv. Also klar, das mit BMW ist schon ein bisschen älter, aber das mit Daimler ist jetzt neu. Scheiß auf diese Sekunde da. Aber Sitzheizung? Lenkradheizung? Entweder ist das in meinem fucking Auto drin oder nicht. Tut mir leid, dass ich mich jetzt hier aufrege. Seid ihr vielleicht sauer auf jemanden? Habt ihr vielleicht negative Emotionen heute? Dann ist das euer Moment. Oh, I'm not angry anymore. Ist mir alles egal. Flick it away. Yes, sehr schön. Aber okay, kommen wir runter. Es ist ja Sonntagmorgen. Ihr sollt ja chillen. Ihr sollt ja eigentlich entspannt sein. Aber dieser Aufreger, egal. Kommen wir Richtung Ende. Kommen wir Richtung Ende. Beim wunderbaren Mr. Trashpack habe ich auf TikTok ein Video entdeckt, welches wiederum auf ein anderes Video hinweist. Ein Video, wo wir Barbie und Ken erleben. Und ich möchte, dass ihr euch folgenden Clip jetzt einmal anschaut und heraushört, ob ihr Oh Barbie hört. Hawaiian Surf Trunks. Oh Barbie, those were vintage. Na, habt ihr Oh Barbie gehört? Oder könnte es sein, dass ihr Oh Fuck gehört habt? Hawaiian Surf Trunks. Oh, Barbie, those were vintage. Bei dem Clip ist es nämlich so, dass die einen Oh Fuck von Ken hören und die anderen Oh Barbie. Ich habe beim ersten Mal noch Oh Barbie gehört, seit dem zweiten Mal habe ich nur noch Oh Fuck gehört. Wie sieht's bei euch aus? Schreibt's mir gerne rein. Spiel mir aber nochmal ab, damit ihr nochmal genauer hinhören könnt. Hawaiian Surf Trunks. Oh, Barbie, those were vintage. Okay, was habt ihr gehört? Da unten rein, das war es jetzt auch schon wieder mit der 5. Episode von Good Random Morning. Ich hoffe, nein, das muss ich anders sagen. Ran, du musst dich dran gewöhnen. Das war es mit der 5. Episode zu Good Random Morning. Was treibt ihr mit dem Sonntag noch so? Ha? Ha? Leute, das war's. Ich wünsche euch einen fabelhaften, großartigen Dance mit Daniel Craig.